Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und zu der letzten Folge von Großer Freiheit TV in diesem Jahr. Jetzt sind ja die besinnlichen Weihnachtstage sind vorbei. Man ist so ein bisschen zur Ruhe gekommen jetzt zwischen den Jahren. Und ja, jetzt wo heute der Jahreswechsel ansteht, ist es auch mal die ideale Zeit, einfach mal so ein bisschen zurückzuschauen und zu gucken, was ist denn jetzt 2018 hier bei Große Freiheit TV hier auf meinem Kanal so alles passiert. Und ja, da will ich einfach mal alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich habe ganze 96 Videos dieses Jahr online gestellt, veröffentlicht. Ja, das Jahr 2018 hat damit angefangen mit meinem Video von dem Gerichtstermin wegen der GZ-Verhandlung. Das hat auch mit über 132.000 Aufrufen ist das so mein meistgeklicktes Video. Und ich hatte ja öffentlich dazu aufgerufen, mich hier emotional bei dieser Verhandlung zu unterstützen. Da sind auch so 15 bis 20 Leute gekommen. Das war auch ja, morgens um 10 unter der Woche. Insofern habe ich da sehr gefreut, dass da so viele Leute gekommen sind und mich da emotional zu unterstützen. Aber wie so immer bin ich mit dem Video eigentlich ja ziemlich unzufrieden. Da war es auch so. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man da so eine Woche oder Quatsch, eine Stunde vor dem Richter gesessen hat, sich da argumentativ mit dem Fall auseinandergesetzt hat, dann auch noch mit allen so ein bisschen danach gesprochen hat. Ich war da ziemlich K.O., ziemlich fertig und habe gesagt, okay, der Christopher da, den ich noch von der Mahnwache kannte, der sich auch da viel mit der GEZ auseinandergesetzt hat, da haben wir gesagt, okay, komm, ich bin eigentlich super, total müde und K.O., aber lass uns jetzt mal schnell ein Video machen. Und insofern bin ich da auch nicht wirklich mit zufrieden. Ich stotter und stammel da nur ohne Ende. Ich fall mir da nicht wirklich, aber ja, lustigerweise ist es dann mein erfolgreichstes Video geworden. Insofern, da sieht man auch mal, ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die so mit ihren YouTube-Kanälen starten oder starten wollen, aber immer so ein bisschen Angst davor haben, nicht perfekt zu sein, Angst davor haben, dass man sich verhaspelt, dass man irgendwie stottert und stammelt. Und natürlich, klar, will jeder irgendwie möglichst perfekt sein und möglichst gut rüberkommen, aber ja, offenbar wird es auch geschaut, wenn es dann nicht so die allerbeste Qualität ist. Ja, dann ist es weitergegangen, dass Michael und Jan, mein Kameramann, die waren dann für euch auf Usedom bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz, haben dann da viele Interviews geführt, unter anderem mit Stefan Blankertz, mit David Dürr, Peter Böhringer, der für mich wohl der fähigste Mann überhaupt im Bundestag ist, der viel das mit den Target-2-Salden anspricht, viel mit dem Euro-Betrugssystem, dann Sascha Tamm, Oliver Uschmann, Carlos A. Gebauer, auch ein sehr spannender Mann, Gerd Habermann und natürlich auch mit dem Chef von Eigentümlich Frei, ein André Lichtschlag. Dann war ich in Berlin, habe da Caroline Mathieu besucht, habe mich damit unterhalten. Sie ja, war auch da viel und ist immer noch viel so Mainstream unterwegs und verteidigt da ihre Liebe zu Waffen, sagt auch ganz öffentlich, dass sie in Berlin nicht mehr ohne ihre Schreckschusspistole rausgeht. Ich stehe dem Thema sehr skeptisch gegenüber. Ich fühle mich in Gegenwart von Waffen immer ein bisschen unwohl. Wenn ich die fest in der Hand habe, versuche mit ihm mal wegzunehmen. Zieh mal dran, passiert nichts. Nee, ich möchte die Waffe eigentlich gar nicht anfassen, ehrlich gesagt. Super spannende Frau, hat Spaß gemacht, mit ihr sich dazu unterhalten und sie kennenzulernen. Dann zu der gleichen Zeit habe ich auch Rick Falvinge in Berlin getroffen, auch einer der Pioniere, was Bitcoin angeht. Da haben wir uns auch über ja, den Crash da damals unterhalten. Da habe ich dann auch im Februar nochmal mit Fabio Bossi, auch ein, ja, ein guter Freund von mir, der auch sehr lange schon bei Kryptos dabei ist. Da haben wir uns dann auch im Februar nochmal über diesen Crash bei den Kryptos unterhalten, wie es da weitergeht. Einfach nochmal ein bisschen geschaut, wie sieht denn der ganze Markt aus. Ja, wie das Jahr davor, wie in 2017, war ich dann auch wieder für euch in Acapulco, Mexiko, auf der Anacapulco-Konferenz. Habe da auch wieder viele tolle Leute kennengelernt, viele tolle Freigeister kennengelernt, viele Leute, die ihr auch bestimmt, wenn ihr euch für das Thema Kryptowährung interessiert, auch vielleicht schon mal bei YouTube gesehen habt. Das ist zum Beispiel Oma Bam, der Crypto, der ist ja auch mit seinem
Crypto-Kanal da ganz gut durchgestartet bei YouTube. I want to see cryptocurrency prices go down 96% today. I want to see them all go down. And I want that to be going on for a year. We'll figure it out. We'll survive as long as we believe in the bigger picture. Roger Ver, der Bitcoin-Jesus, für mich eigentlich auch einer, der mit vollem Herzen dabei ist und für die Freiheit einsteht. If you don't want to support the state, you don't want to support one small group of people bossing everybody else around on the planet, get your friends using cryptocurrencies. Natürlich sehr kontroverser Mensch, das hat man auch in den Kommentaren gesehen, aber für mich Roger Ver einer der, wie soll man sagen, einer der Besten in der Szene. Und halt einer, der wirklich mit Leib und Seele dabei ist. Ja, dann Ben Swan kennengelernt, Bernhard Günther. Bernhard Günther war für mich auch super spannend, weil ich rede ja auf meinem Kanal hier sehr viel so über Ökonomie, Politik, über sehr, sehr rationale, logische Sachen. Und mit Bernhard Günther haben wir so ein bisschen über die spirituelle Seite von dem allen unterhalten. Und ist auch was, wo ich mich immer sehr viel mit beschäftigt habe, aber das lässt sich halt immer sehr schwer irgendwie in Worte fassen und da ist es dann immer besser, sich vielleicht mit jemand anderem zu unterhalten, als wenn man ja selbst damit solchen Themen kommt. Insofern, Bernhard Günther fand ich sehr spannend. Dennis Corey, den Hey, den Bitcoin-Informanten kennengelernt, war auch sehr lustig, mit ihm da Zeit zu verbringen, mit ihm das Interview zu machen. Da wurden wir auch von dem Erdbeben da in Mexiko erwischt. Wackelt das Ding gerade hier oder meine ich das nur? Der Brunnen wackelt hier, denke ich auch so. Fühlt sich irgendwie an wie ein Erdbeben, oder? Ja, ich dachte schon, habe ich was genommen oder was? Ja. Da habe ich dann auch ganz reißerisch das Bitcoin-Erdbeben, habe ich das Video genannt. Ist auch ganz gut angekommen. Dann Mike Maloney, auch einer der bekanntesten bei YouTube, der mit seinen Hidden Trickles of Money da Millionen von Aufrufe erreicht hat. Man hat auch gesehen, der ist von allen Leuten ziemlich belagert worden, aber war auch sehr freundlich, sehr zugänglich, hat viele interessante Sachen zu sagen. Christoph Heuermann, der Perpetuate Traveler von staatenlos.ch, hat nichts mit diesem Staatenlos-Info zu tun, mit dieser verfassungsgebenden Versammlung. Christoph Heuermann, mittlerweile eher ein Freund von mir geworden, der mit Leidenschaft dabei ist, Leute berät, möglichst frei zu leben, auszuwandern, Offshore-Konten, Offshore-Unternehmen zu öffnen. Und Oliver Janich, der vielleicht sogar der bekannteste deutsche Libertäre, der immer mit seinen ganzen Verschwörungstheorien kommt und dafür bekannt ist, wie soll man sagen, halt einfach die Kamera anzumachen und loszulegen und Emotionen zu zeigen. Und das ist der Beweis, dass alles vertuscht wird in Deutschland. Ja, dann habe ich auch den Organisator von der Konferenz, den Jeff Burbeck, getroffen, den Dollar Vigilante, Larkin Rose, den ich auch für einer der besten, mit den besten Argumenten halte, hat viele tolle Videos, wo er das wirklich sehr schön logisch alles herleitet. Da habe ich dann auch von ihm dieses Candles in the Dark Seminar besucht, wovon ich da auch Mitschnitte online gestellt habe. Dann Chuck Williams aus dem Dash-Core-Themen, auch da war es auch spannend. Ich bin ja großer Dash-Fan auch. Ich glaube, ich bin, wenn ich es richtig sehe, bin ich der größte deutsche YouTuber, der Videos über Dash macht. Da habe ich auch viel drüber gesprochen. Da war es auch ein bisschen spannend. Da war es dann spannend auch zu sehen, wie es da hinter den Kulissen bei Dash aussieht. Und wenn ich dann natürlich auch getroffen habe in Acapulco, Mexiko, nicht zu vergessen, Ron Paul. Ron Paul ist ja auch, hat in den USA so die libertäre Bewegung, so Austrian Economics, einem breiten Publikum zugänglich gemacht, dadurch, dass er der Präsidentschaftsanwärter war. Der war halt der Special Guest, der wurde von allen belagert und eigentlich wollte ich ihn interviewen, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn so einer auf so eine Konferenz auftritt, dass er da sehr selektiv mit den Interviews vorgeht. Und insofern ist es bei mir halt einfach nur beim kurzen Hallo geblieben und kurz mal Hände schütteln. Und obwohl ich da
einen Monat in Mexiko war und gesagt habe, okay, ich wollte mal ein bisschen entspannen, ein bisschen mehr Mexiko anschauen und nicht ganz so viele Videos machen, konnte ich es natürlich nicht lassen, auch ab und zu mal ein paar Videos zu machen. So kam es, dass ich da das Video Clown gegen Ausbeutung, Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen gemacht habe. Und zu der Zeit war ja auch die Abstimmung über das BILAG in der Schweiz. Da habe ich mich dann auch mit Matthias Eschlimann unterhalten, der ist Berufsmusiker aus der Schweiz. Da haben wir einmal vor der Abstimmung ein Video gemacht, der war in Hamburg, da haben wir uns in Hamburg getroffen. Es ist ja im höchsten Maß unsozial sogar noch, dass kleine Leute zum Beispiel in Zürich, im ganzen Zürichberg, ihr Kulturprogramm mitfinanzieren sollen. Und dann, als die Abstimmung durch war, da haben tatsächlich dann 71% sich für die Alpen-GZ entschieden, was für mich halt eigentlich auch ein katastrophales Ergebnis war. Also für mich ist die Schweiz eigentlich so die letzte Bastion für die Freiheit. Eigentlich, man sieht auch bei allen Indexen, was die ökonomische Freiheit angeht, dass die Schweiz da irgendwie in den Top 3 immer ist oder Top 5, auf jeden Fall ziemlich weit oben. Und dass da eigentlich so das, so ein Zwangssystem, was den staatlichen Zwangsrundfunk angeht, dass das da so eine große Zustimmung gehalten hat. Und die Schweiz hat ja auch über das BGE abgestimmt, wo ich glaube auch relativ viele, 30% oder so für das BGE gestimmt haben. Insofern, in der Schweiz sind da auch Entwicklungen, die nicht gerade ganz so erfreulich sind. Und da habe ich mich dann auch mit Matthias da ein bisschen drüber unterhalten. Dann habe ich auch, als ich da in Mexiko Stadt war, in Mexico City, habe ich auch zu meiner Lieblingssendung, Die Anstalt im ZDF, habe ich mir den Faktencheck noch ein bisschen genauer angeschaut. Da habe ich ja auch in 2017 ein langes Video über die neoliberale Agenda der Mont-Pelerin Society gemacht, wo ich halt einfach den Unsinn, den sie da erzählt haben, auseinandergenommen habe und mir angeschaut habe. Da auch übrigens, das hat ganz viele Dislikes bekommen, ganz viele Kommentare, ganz viele Leute, die mich da irgendwie böse beschimpft haben. Und da habe ich gesagt, okay, wer mit mir diskutieren will, komm gerne auf meinen Kanal. Wir können den Neoliberalismus und was die Anstalt da gesagt hat, können wir gerne besprechen. Ich habe da sogar 100 Euro als Aufwandsentschädigung ausgeschrieben. Bislang hat sich leider noch keiner gemeldet. Das seit über einem Jahr. Insofern, wenn du das jetzt siehst und vielleicht auch den Neoliberalismus kritisierst oder Anstalt-Fan bist oder jemand kennst, der große Anstalt-Fan ist, das Angebot mit den 100 Euro steht immer noch. Also für mich geht es halt immer darum, ich sage ja gar nicht, dass das, was ich hier sage, irgendwie die unumstößliche Wahrheit ist. Ich sage einfach nur, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, lass uns unterhalten, lass uns einfach Argumente austauschen und schauen, okay, was ist logischer, was macht mehr Sinn. Und insofern, ich bin da halt einfach an Wahrheitsfindung interessiert. Dann habe ich ein Interview für den Coin Summit gegeben. Das waren Eva, Lukas und Sergio. Wer ein bisschen über mich als Person wissen will, da habe ich dann auch so ein bisschen über mich privat erzählt. Ich versuche so ein bisschen mein privates Leben hier nicht ganz so groß auszubreiten. Für mich geht es hier mehr um die sachlichen Themen, um die Freiheit. Und aber da habe ich dann tatsächlich mal ein bisschen mehr über mich und mein Leben erzählt. Also wer es interessiert, schaut da mal rein. Dann, was ich auch sehr spannend fand, war Julia, die mit ihrer Familie nach Frankreich geflüchtet ist, um der deutschen Schulpflicht zu entkommen. Da hat sie so ein bisschen erzählt, wie sie ihre Kinder homeschoolt und warum sie Deutschland verlassen hat. Ja, und dann habe ich zu dem Wahnsinn in den USA mit dem Social Justice Warrior habe ich ein Video zu gemacht. Da sieht man ja immer verrücktere Videos, immer verrückte Vorfälle, von denen man hört, wo da die Menschen, die man hier heute wahrscheinlich in Deutschland als die Antifa-Leute bezeichnen würde, die dann Veranstaltungen stören, biologische Fakten leugnen. Dieses Video hat das eigentlich so schön nochmal dargestellt, wie idiotisch halt viele von deren Ansichten sind. Dann war ich auch in Hamburg hier bei der Filmpremiere
von Florian Opitz, der ist Kapitalismuskritiker und hat einen Film zu einem bösen Wachstum gemacht. Da hört man immer wieder von den Linken, der böse Kapitalismus sorgt dafür, dass Ressourcen verschwendet werden. Es kann, dann hört man immer wieder solche unsinnigen Floskeln wie: in einer Welt mit begrenzten Ressourcen kann es kein unendliches Wachstum geben. Da habe ich ihn probiert, so ein bisschen kritische Fragen zu stellen. Leider war es da schon ein bisschen spät. Der gute Herr Opitz war auch ein bisschen genervt. Und insofern hatten wir nicht ganz so viel Zeit, da so tief reinzugehen. Ich denke mal auch, hätte er gewusst, wer ich bin, was ich so mache, hätte er mir vielleicht auch kein Interview gegeben. Ja, dann war ich im Sommer, war ich auf dem Mietenmove in Hamburg, habe da den Demonstranten kritische Fragen gestellt, war auch bei der Unchained Bitcoin und Blockchain-Konferenz hier in Hamburg. Da habe ich unter anderem Eric Voorhees getroffen, das ist der CEO von Shapeshift, auch ein sehr sympathischer Mann, der wirklich mit idealistischen, libertären Ideen dabei ist und sein Unternehmen gestartet hat, der sehr viel für die Community macht und gemacht hat. Hat Spaß, ihn kennenzulernen, hat Spaß gemacht, ihn kennenzulernen. Auch Raim Takisagi dann schon wieder getroffen. Ich glaube, ich habe ihn bislang 3, 4, 5 Mal getroffen. Raim, für mich auch einer der interessantesten und intelligentesten Menschen, die ich so kenne. Man kann Raim eigentlich so zu jedem Thema befragen. Es kommen halt immer super reflektierte Antworten. Er ist unglaublich belesen, unglaublich intelligenter Mensch, der auch oft im Mainstream zu sehen ist. War auch, glaube ich, in einer Sendung mit John Ziegler, der arme Raim. Insofern Raim auch wieder immer ein sehr gern gesehener Gast auf meinem Kanal. Ja, dann seht ihr auf meinem Kanal auch immer wieder so Gastbeiträge. Da hat Ruben zum Beispiel auch aus seinem Exil in Kolumbien ein paar Kommentare zu Kryptos da abgegeben, hat da ein paar Videos gemacht, auch nochmal an dieser Stelle einen Aufruf, so von wegen, ich habe hier Große Freiheit TV damals gestartet, habe gesagt, okay, es soll so eine Plattform sein, wo verschiedene Leute Beiträge zu beisteuern können. Deswegen habe ich auch so Oliver Janig oder Miro Unblocked oder Schalz Krüger, da haben sie halt einfach ihre Plattform schon so gemacht, dass es wirklich, ja, dass sie und mit ihrer Person im Vordergrund stehen. Eigentlich hatte ich nie wirklich vor, dass ich hier so immer im Vordergrund stehe. Eigentlich wollte ich, dass immer mehr, dass mehrere Leute, mehrere Freunde, Bekannte Videos dazu steuern und man halt einfach so einen libertären YouTube-Kanal bekommt, wo halt verschiedene Themen behandelt werden, wo man dann mehr Feuerkraft hat. Insofern, wenn du Lust hast, da irgendwie was dazu beizusteuern, sei es irgendwo in Videoform oder dass du sagst, du kannst mich irgendwie technisch unterstützen oder irgendwelche Themenvorschläge hast, also wie gesagt, Große Freiheit TV soll irgendwie so eine offene Plattform sein, wo ich mich freuen würde, wenn sich dann noch andere Leute beteiligen würden. Ja, dann gab es von mir ein paar grundsätzliche Videos, wo ich einfach nur schöne Stellen aus dem superschönen Buch Der Wettbewerb der Gauner von Hans-Hermann Hoppe vorgetragen habe und mit den entsprechenden Bildern hinterlegt habe. Ist auch sehr gut angekommen, wo auch einige gesagt haben, warum sind da andere nicht drauf gekommen, einfach nur was aus dem Buch vorzulesen. Da habe ich auch viele schöne Videos von der Prager University übersetzt. Ich finde, Prager University machen auch sehr schöne, gute Arbeit, haben eine große Reichweite mit ihren, sie sind nicht libertär unbedingt, aber schon sehr freiheitlich. Da habe ich auch vor allem auch einige Videos von Jordan B. Peterson, der ja auch so gerade in den USA oder allgemein sehr weltweit sehr bekannt ist und überall in den Mainstream-Medien sitzt, mit seinem Buch auch sehr erfolgreich war. Ja, was dann auch sehr viel Spaß gemacht hat, waren meine Interviews an der Uni hier in Hamburg. Da habe ich im Juli zuerst Studenten gefragt, was denn sympathischer ist, Sozialismus oder Kapitalismus. Und im Oktober war ich dann nochmal auf dem Campus unterwegs und habe Frauen gefragt, wie sie das mit der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sehen. Allgemein ist ja in den Köpfen sehr viel Rassismus und Sexismus drin, das ist einfach, also es kann mir niemand sagen, dass es nicht so ist. Weil man natürlich da auch vor allem von den jungen Mädels, die dann gerade diese Indoktrinationsanstalten durchlaufen haben, natürlich mehr oder weniger immer das Gleiche gehört hat. Gender Pay Gap und Frauen sind unterdrückt, habe ich mir gedacht, es ist auch mal ganz interessant, Mütter zu fragen, die ja schon ein bisschen gestandener sind, auch schon im Berufsleben gestanden haben, schon da
mit der Realität in Kontakt gekommen sind und nicht so wie die jungen Studentinnen einfach nur mit der akademischen Welt und ihrer Filterblase. Aber ich meine, klar, wir sind natürlich alle in unserer Filterblase, aber in ihrer akademischen Welt nur gelebt haben. Da war ich dann halt auch im besten Stadtteil von Hamburg unterwegs, habe dann da die Mütter gefragt, wie sie das mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sehen. Da war es auch ganz spannend zu sehen, wie sie geantwortet haben und das nochmal dagegen zu halten, wie da die Studentinnen geantwortet haben. Im Hochsommer war ich dann auch für euch auf dem Christopher Street Day in Hamburg, der dieses Jahr unter dem Motto stand, freie Bahn für den Genderwahn. Und weil ich mich auch viel mit dem Genderwahn beschäftigt habe, habe ich da einfach mal den Leuten da mal ein paar kritische Fragen gestellt. Hat auch Spaß gemacht, sich da ins Getümmel zu werfen und mit den Leuten zu sprechen. Und im August und Oktober habe ich jeweils ein Video mit Oliver gemacht. Oliver ist auch spannend, dann habe ich lustigerweise bei einer Diskussion irgendwo auf Facebook kennengelernt. Da haben wir immer viel diskutiert und dann haben wir uns mal, dieses Jahr das allererste Mal auch persönlich kennengelernt, hatten vorher schon irgendwie auch telefoniert und immer viel diskutiert. Und dann haben wir halt einfach bei unserer Diskussion im Park oder hier bei mir zu Hause haben wir dann auch mal die Kamera mitlaufen lassen, wo wir einfach über alles Mögliche diskutiert haben. Ich glaube, ist auch, glaube ich, relativ gut angekommen. Für euch zu Hause ist es bestimmt auch interessant zu sehen, okay, was für Argumente kann man bei bestimmten Punkten da heranziehen, weil letztendlich ist es ja, seien wir mal ehrlich, ist es mehr oder weniger immer gleich die gleichen Argumente, die kommen. Ja, das hat Ludwig von Mises ja so schön gesagt, dass die Menschen halt immer einfach oft nur das wiedergeben, was sie irgendwo beiläufig aufgeschnappt haben, das nicht groß eben hinterfragt haben und dann halt einfach so auch zu ihrer eigenen Persönlichkeit machen. Und wenn man das angreift, oft das Gefühl haben, dass man sie als Person angreift. Und das finde ich gerade bei Oliver auch das Schöne, dass zu Anfang haben uns da wirklich richtig gefetzt, haben uns, glaube ich, auch mal bei Facebook meistens von seiner Seite die Freundschaft gekündigt und haben dann eine gewisse Zeit nicht zueinander gehört. Dadurch, dass ich ihm immer ein paar Impulse gegeben habe, er dann mal wieder reingegangen ist, sich das angeschaut hat, da wirklich auch offen war, ist er wirklich von ziemlich weit links jetzt immer liberaler geworden. Und mal schauen, vielleicht machen wir in Zukunft nochmal ein paar Videos zusammen, wenn wir uns mal wieder treffen und über alles Mögliche philosophieren. Ja, im August und September war ich 6 Wochen am Rumreisen, da vor allem erstmal in Wien auf der Eureka-Konferenz von Christoph Feuermann, den ich auch gerade schon mal angesprochen hatte, den ich da in Acapulco zuletzt getroffen hatte oder den ich da davor in Acapulco zuletzt getroffen hatte. Der ist ja halt Perpetual Traveler, reist die ganze Zeit durch die Gegend. Da habe ich dann auch, danach bin ich da ein bisschen rumgereist, habe dann ein paar Vlogs aus Wien gemacht, aus Belarus, aus Weißrussland, aus Lviv in der Ukraine. Das war dann so für mich die Pilgerreise zu dem Geburtsort von Ludwig von Mises. Ja, ich habe gerade Ludwig von Mises auch schon wieder angesprochen. Hier in Wien habe ich dann neben vielen anderen tollen Freigeistern und Perpetual Travelern von Menschen, die halt einfach durch die Welt reisen, frei leben, möglichst wenig Steuern bezahlen, habe ich dann auch Maximilian Pütz kennengelernt. Den kannte ich ja von früher, habe ich früher immer verfolgt und es war ganz lustig. Er kam dann bei mir an und meinte, hey, ich kenne dich, ich folge deine Videos, coole Videos. Und ich so, hey, ich kenne dich auch. Und dann wir beide als Antifeministen haben uns auch gleich direkt dann gut verstanden und haben dann auch gesagt, komm, hey, lass uns mal ein Video drüber machen. Haben dann, was waren es, 30, 40 Minuten drüber gesprochen, hätten dann wahrscheinlich noch ein paar Stunden länger drüber sprechen können. Das haben wir auch, als die Kamera aus war, noch weitergemacht. Aber weil es dann mitten auf der Konferenz war, ist das Video nicht ganz so lang geworden. Da haben wir uns halt einfach drüber unterhalten, was läuft falsch zwischen Männern und Frauen. Zu diesem Genderwahn habe ich dann auch im Oktober ein Video über einen Physiker vom CERN-Institut in der Schweiz gemacht. Der hat einfach nur über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen und wurde dann daraufhin suspendiert, weil es da Beschwerden gegeben hat. Und das sieht man auch mal wieder, wie weit wir heute gekommen sind, dass man einfach, also ein Wissenschaftler, natürlich ist er Physiker, hat nichts mit irgendwelchen Gender Studies zu tun, aber natürlich als Physiker ist man ja auf jeden Fall auch an Wahrheit interessiert, versucht sich das alles rein logisch, rein faktenbasiert oder möglichst faktenbasiert anzuschauen. Und
Da sieht man, wenn man sowas anspricht, dass das eigentlich ja nicht wirklich förderlich für die Karriere ist. Ja, ich habe auch ein Video zu Markus Lanz gemacht. Da hat er ja Propaganda dazu gemacht, dass der Antisemitismus angeblich von der rechten Seite kommt. Dann Ende September habe ich mich mit dem Rolex-Skandal, oder Rolex heißt es ja, da habe ich mich belehren lassen, mit dem Rolex-Skandal von Shaustan Shipley beschäftigt. Für mich halt auch eigentlich so eine, ja, so eine Vorzeigelinke, die halt wirklich immer, ja, lustige Kommentare bei Twitter abgibt und sich da eigentlich unfreiwillig halt immer, ja, blamiert, mehr oder weniger. Insofern habe ich da auch mal sie so ein bisschen auf die Schippe genommen und habe da von dem Song von Capital Bra habe ich da ja, die Shaustan Shipley etwas so ein bisschen, ja, habe da so ein bisschen ein Interview von ihr zusammengeschnitten, wo ich sie ja, nicht so gut darstellen lasse. Glitzer, Glitzer, Roli, Glitzer, Glitzer. Bei Männern, das spielt doch eine zentrale Rolle in meinem Leben. Also, was machen Sie jetzt heute wieder? Drogen und Prostitution, aber nie richtig professionell gelernt. Das Mädel hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sie so ein bisschen so satirisch auf die Schippe zu nehmen. Und da, als ich mir Capital Bra so ein bisschen auch im Auto angehört habe, ist mir aufgefallen, dass da auch einen Song dazu gemacht hat, wo er zum Mord gegen AfDler aufruft. Da habe ich dann auch direkt ein Video zu gemacht. Ja, was in der Zeit auch ganz gut angekommen ist, war mein Video zu der Justizpanne im Fall der Gruppenvergewaltigung in Freiburg. Ich versuche, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter auf meinem Kanal gesagt, also, ja, so diese populistischen Themen mit AfD und Flüchtlinge, da sage ich auch, hey, das überlasse ich anderen Leute. Und wenn ich es wirklich anspreche, probiere ich da auch halt von diesem klassischen Links und Rechts, ja, von diesen linken und rechten Kämpfen irgendwie ein bisschen Abstand zu nehmen und das so ein bisschen aus der libertären Brille zu sehen, wo ich sage, okay, hey, das sind natürlich halt einfach sowas wie die Flüchtlingskrise, ist einfach was, was die Menschen polarisiert und halt einfach auch dazu zwingt, oft einfach Positionen zu beziehen und halt einfach sich auf die eine oder andere Seite zu stellen. Aber da hat der Liberalismus dann auch ganz andere Antworten. Insofern, wenn ich dann solche Themen mache, ja, versuche ich da meist dann immer so ein bisschen libertäre Sichtpunkte reinzubringen und versuche dann halt, klar, ich probiere natürlich halt auch so ein bisschen Leute, die vielleicht so ein bisschen AfD-Wähler sind, die so ein bisschen gegen Flüchtlinge sind, versuche ich auch so ein bisschen einzufangen und so ein bisschen da nochmal andere Argumente zu bringen, dass sie da, wenn sie schon Sachen bestimmt kritisch sehen, dass sie da vielleicht ein bisschen genauer hingehen und nochmal ein paar Schritte weitergehen. Was ich dann auch super spannend fand, war mein Interview mit Anthony P. Müller über Bolsonaro. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, in Brasilien ist ein neuer Präsident gewählt worden. Der wurde auch gleich von der westlichen Mainstream-Presse als der Trump Brasiliens dargestellt und als homophob, rassistisch, sexistisch und ultrarechts diffamiert. Und ich habe jetzt diese Tage auch noch einen Artikel veröffentlicht. Jetzt soll im neuen Jahr, will er gleich das Waffenrecht liberalisieren. Da sind natürlich die Linken auch direkt getriggert. Ich habe auch, ja, ich glaube in 2017 ein paar Videos zu Waffen gemacht, wo ich mir auch mal diese ganzen Argumente so ein bisschen genauer angeschaut habe, auch in den USA, in Texas war, auf der Gun Show und also auf Waffen. Waffen sind nicht wirklich das Problem, aber da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen, auch diese ganze Indoktrinierung zurücklassen und ja, sich einfach nur mit den Fakten beschäftigen. Ja, und insofern war es da auch ganz spannend für mich, halt einfach mal die Sicht von einem in Brasilien lebenden deutschen Professor zu hören, der halt auch ja ein radikaler Libertärer ist, auch schöne Bücher darüber geschrieben hat. Und der hat da natürlich eine ganz andere Sicht geäußert über Bolsonaro. Und es war auch spannend, die Kommentare zu lesen. Da haben auch einige geschrieben, hey, ich lebe in Brasilien und das ist das allererste Mal, dass ich wirklich was Ausgewogenes darüber höre. Und ja, das Gleiche, Bolsonaro wird nicht umsonst der brasilianische Trump genannt. Bei Trump hat man das ja auch mal wieder gesehen. Ja, im November habe ich ein Video mit Jakob gemacht, das ist auch sehr gut angekommen. Jakob ja, hat die Schule vorzeitig da beendet und hat dann bei mir auf meiner goldenen Couch hat er darüber gesprochen,
wie denn in der Schule er indoktriniert worden ist und ja, gleich gemacht worden ist. Und das fand ich halt auch sehr spannend. Fand ich auch sehr mutig von Jakob, dass er sich da getraut hat, da öffentlich sich zu äußern. Und ja, da auch in den Kommentaren war auch sehr spannend zu sehen, dass viele die gleichen Erfahrungen gemacht haben, auch sich viele Schüler auch ähnlich wie Jakob fühlen. Man fühlt sich da natürlich auch sehr alleine und ja, so ein bisschen unverstanden, wenn man halt einfach nur mal ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge hat. Insofern war das auch ein sehr schönes Video, was ganz gut angekommen ist. Dann hat Jan, mein Kameramann, war an der Uni Hamburg auf einem Vortrag über den Neoliberalismus und die AfD, hat da Björn Oelners interviewt und natürlich Neoliberalismus, AfD, Beisel, ganz, ganz böse. Hat auch mal ein paar Fragen gestellt, war auch ganz spannend. Ein Interview mit Andreas Tietke über die Praxeologie von Ludwig von Mises, hat eigentlich auch viel zu wenig Aufrufe bekommen, obwohl die Praxeologie eigentlich ja, sehr wichtig und sehr spannend ist, wo man halt eigentlich rein logisch herleiten kann, dass Kapitalismus und der Nicht-Interventionismus eigentlich das einzig mögliche Gesellschaftssystem ist. Ja, noch Markteinschätzung zu Kryptos, die ich gemacht habe. Für mich ist Kryptos sind natürlich nach wie vor eines der größten Tools für eine freie Gesellschaft. Das heißt ja auch immer so schön, da gibt es ja das schöne Zitat von Henry Ford: Wenn die Leute unser Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution noch für morgen früh. Und da ist halt einfach, das Geldsystem ist halt einfach eines der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft. Und da ist Kryptos meiner Meinung nach gerade die schönste und freiheitlichste Antwort auf unser staatliches Geld. Ja, ich war auch wieder für euch bei den Students for Liberties in Jena bei deren Konferenz, habe da auch wieder viele tolle Interviews geführt. Gäste waren Erich Wede, Gerd Habermann, übrigens zum dritten Mal. Das ist derjenige, der am meisten auf meinem Kanal zu sehen war. Ich glaube, an zweiter Stelle kommen Rahim und Christoph Feuermann. Greiner Zittelmann, auch super spannender Mann, der sitzt immer schön in den Talkshows des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und verteidigt das schön den Kapitalismus, hat auch ein schönes Buch geschrieben. Dann, was für mich auch der spannendste Gast war, natürlich, das soll nicht heißen, alle anderen waren auch super spannend, aber herausgestochen ist für mich auch unerwartet Dr. Daniel Ulrich zur Political Correctness, was ich eigentlich auch ein super wichtiges Thema finde. Er hat da ein schönes Buch darüber geschrieben. Es ist super wichtig, alleine das, ja, Political Correctness zu verstehen, um zu sehen, wie wir manipuliert werden und wie bei uns halt immer so diese Schere im Kopf entsteht. Im Dezember habe ich Video von Larkin Rose als Vorlage genommen und einfach nochmal so diese Unsinnigkeit von Steuern aufzuzeigen. Wer es noch nicht weiß, Steuern sind Raub. Das habe ich da schön nochmal einfach nachgewiesen und einfach mit einfachen Beispielen demonstriert. Markus Krall habe ich in Hamburg getroffen. Leider war die Videoqualität, die Tonqualität sehr, sehr schlecht. Das war super spät und er hatte auch am nächsten Tag keine Zeit. Insofern war da die Location nicht ganz so gut. Da war ich dann zu dumm, um die Mikrofone richtig einzustellen. Aber auf jeden Fall, es hat auch relativ viele Klicks bekommen, das Interview. Markus Krall ist für mich einer der zurzeit wichtigsten Ökonomen. Insofern, auch wenn da die Tonqualität nicht so die beste ist, lohnt sich das auf jeden Fall, das Video anzuschauen. Ja, mein bislang wohl wichtiges Video, wo ich auch, glaube ich, am allermeisten Arbeit reingesteckt habe, war dann über die perversen Wurzeln des Feminismus und Gender Mainstreamings. Eigentlich wollte ich da auch nur zu der Broschüre von der Amadeo Antonio Stiftung ein Video zu machen und nochmal auch ein Video zu diesen Twin Studies von John Money, der halt ja die wissenschaftliche Grundlage für den Gender Mainstreaming gelegt hat. Und da habe ich gesagt, okay, hey, da kann ich mal ein bisschen weiter ausholen, mal alles in einen Abwasch machen. Und ja, da auch wie immer, ich bin, ja, wenn man die Videos macht, man ist danach, oder ich zumindest, ich bin danach immer nie wirklich zufrieden. Dann habe ich das und das zu bemängeln. Da war es auch, da stand ich, glaube ich, an dem Abend, stand ich irgendwie 3-4 Stunden hier vor der Kamera, war dann ziemlich heiser, bin jetzt auch noch ein bisschen heiser. Insofern habe ich da auch nicht die beste Stimme, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen, und die Stimme, die
kann man da vernachlässigen. Ja, mein letztes Video war dann der Erfahrungsbericht über unseren Stammtisch hier in Hamburg, den ich abhalten wollte, wo dann die Antifa aufgetaucht ist und mit ihrem antifaschistischen Engagement den Stammtisch des Verschwörungskaspers und Antifeministen von große Freiheit verhindert hat. Da müssen wir natürlich auch mal schauen, wie das jetzt im neuen Jahr weitergeht. Also auf jeden Fall will ich mich da nicht einschüchtern lassen und ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wie es da mit meinem Stammtisch weitergeht. Ja, 2018 war ein super ereignisreiches Jahr, hat Spaß gemacht, da viele spannende Leute zu treffen, viele interessante Themen behandelt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben, die auch Videobeiträge dazu beigesteuert haben. Auch an euch zu Hause, die fleißig die Videos angeschaut haben, fleißig kommentiert haben. Und natürlich zu vergessen sind auch natürlich nicht die, die mir Interviews gegeben haben. Und ja, wie auch nochmal an dieser Stelle, falls du auch Lust hast, irgendwie bei diesem Kanal irgendwie mitzumachen. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach sehr viel lesen, sehr viel Wissen aufsaugen. Und wie heißt das immer so schön? Man ist irgendwie Wissen wie so ein Schwamm. Man saugt das alles auf und man muss es auch irgendwann abgeben. Und das war für mich damals auch der Grund, weswegen ich den Kanal gestartet habe, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt so viel irgendwie um die Welt gereist, habe mich mit so vielen Sachen beschäftigt und möchte das Wissen jetzt auch irgendwie teilen und hilft mir natürlich auch, ja, selbst mich zu strukturieren, diese Sachen zu durchdenken, vernünftig auszuarbeiten und ja, hilft mir natürlich halt auch, das ein bisschen besser zu durchdringen. Und ich lerne halt auch super, super viele spannende Leute kennen. Macht auf jeden Fall super viel Spaß, so einen Kanal hier zu betreiben. War ein tolles Jahr 2018. Ansonsten freut mich auch, wenn ihr vielleicht einfach mal reinschreibt, was hat euch am besten gefallen, was wollt ihr im nächsten Jahr nochmal mehr sehen. Vielleicht interessieren euch irgendwelche Themen oder irgendwelche Formate, wo ihr sagt, okay, das hat uns gut gefallen. Ich versuche ja immer hier ganz kapitalistisch auf auch eure Wünsche darauf einzugehen. Das war's für mich mit dem Jahresrückblick für das Jahr 2018. Bleibt mir nur noch, euch einen guten Rutsch in das neue Jahr zu wünschen. Wir werden uns im neuen Jahr in alter Frische wiedersehen. Vielleicht dann auch mit neuen Gesichtern auf meinem Kanal. Insofern rutscht gut rein. Bis im nächsten Jahr. Ciao, ciao.